Herzlich willkommen zu unserem Lernvideo bei Mathematik macht Freude. Diesmal geht es um Raummasse und Hohlmasse. Mit dabei sind Marlene und Simon. Und ich bin der Manuel. Seid dabei, es geht gleich los. Marlene, ist der Weltraum auch so ein Raum, so wie dieser Raum, also dieses Zimmer? Der Weltraum ist, glaube ich, unendlich groß. Und dieser Raum hier, der hat eine bestimmte Größe. Und welche? Weiß ich doch nicht. Kann man das ausrechnen? Ich denke schon. Du musst nur wissen, wie lang, wie breit und wie hoch der Raum ist. Und dann kannst du dir das ausrechnen. Wie geht das, Marlene? Stell dir einen Raum vor. Du musst alles mal rechnen. Also multiplizieren. Was muss ich mal rechnen? Na, Länge mal Breite mal Höhe. Messen wir das ab und dann rechnen wir? Ja, okay. Ich helfe dir. Die Länge ist ca. 6 Meter. Und die Breite beträgt etwa 5 Meter. Genau. Und die Höhe ist ca. 2,5 Meter. Und jetzt alles mal rechnen, Marlene? Ja, genau. Also, der Raum ist ca. 6 Meter lang, 5 Meter breit und 2,5 Meter hoch. 5 mal 6 mal 2,5. Da kommt 75 raus. 75 was? Was meinst du, Marlene? Du brauchst eine Einheit. Was für eine Einheit? Was ist das? Eine Einheit ist eine Vergleichsgröße mit der Maßzahl 1 und der Maßeinheit dieser Größe. Zum Beispiel ein Meter. Der hat eine ganz bestimmte Länge. Circa so. 1 ist die Maßzahl und das kleine m für Meter ist die Maßeinheit. Und die beiden zusammen ergeben die Einheit oder anders gesagt die Vergleichsgröße. Auch eine Sekunde hat immer die gleiche Dauer. Oder ein Kilogramm, der ist auf der Erde immer gleich schwer, egal was es ist. Es ist halt einheitlich. Dann ist der Raum 75 Meter groß? Also 75 Meter ist eine Länge und kein Rauminhalt. Wir brauchen daher eine andere Einheit. Ein Meter ist eine Länge und ein Quadratmeter ist der Flächeninhalt einer Fläche. Schau dir mal die Yogamatte hier an. Die hat einen Flächeninhalt von einem Quadratmeter. Ein Quadratmeter? Ja, ein Quadratmeter. Das ist ein Flächeninhalt von einer Fläche mit einem Meter Länge und einem Meter Breite. Man schreibt das so. Aha, das ist ja lustig. Mit so einem Zweier rechts über dem kleinen m? Ja, das steht für Quadrat, weil es ja eine Fläche ist. Das ist eine andere Schreibweise für Meter mal Meter. Das heißt, eine Fläche, die einen Meter breit und einen Meter lang ist. Aber die Yogamatte ist ja gar nicht quadratisch. Ja. Stimmt. Aber die Fläche ist genauso groß wie ein Quadratmeter, nur anders aufgeteilt. Zweimal ein halber Meter ist ja auch genau ein Quadratmeter. Zwei halbe sind ein ganzes, also eins. Das leuchtet mir ein. Wir könnten die Yogamatte in der Hälfte zerschneiden und nebeneinander legen. Und dann haben wir genau ein Quadratmeter. Du hast recht. Aber das machen wir besser nicht. Aber was hat das Ganze jetzt mit der Größe des Raumes zu tun? Ist er jetzt 75 Quadratmeter groß? Nein, Simon. Ein Raum ist ja keine Fläche, sondern ein Raum. Ein Raum ist dreidimensional, also 3D. Und eine Fläche ist nur zweidimensional. Also 2D? Ja, irgendwie schon. Und eine Länge ist 1D. Richtig, eindimensional. Und weil der Raum dreidimensional ist, ist die Einheit Kubikmeter. Und die schreibt man so. M hoch 3 steht für die Einheit Kubikmeter. Die Vorsilbe Kubik steht für würfelförmig.
Cube ist Englisch und heißt Würfel. Und der Dreier da steht für 3D, also für einen Raum. So kann man Länge, Fläche und Raum voneinander unterscheiden? Richtig. Den Einser da schreibt man nicht. Wäre zwar nicht falsch, aber ist ganz unüblich. Schau mal, Simon. Ich habe hier einen Würfel. Hier ist jede Kante circa 1 cm lang. Weißt du vielleicht, welchen Raum dieser Würfel einnimmt? Muss ich da 1 cm mal 1 cm mal 1 cm rechnen? Mhm. Ist 1? Ein was? Ein Kubikzentimeter? Ja, genau. Und jetzt stell dir mal einen Würfel vor, wo eine Kante 10 cm lang ist. 10 cm sind ja ein Dezimeter. Der Würfel ist dann ein Kubikdezimeter groß. Aber das sind ja 10 cm mal 10 cm mal 10 cm. Das sind ja 1000 Kubikzentimeter, oder? Richtig, mein Lieber. Ein Kubikdezimeter sind 1000 Kubikzentimeter. Aber 10 cm sind doch nur ein Dezimeter. Ja, aber wenn du mit dem Raummaß rechnest, ist das das Tausendfache. Oh, und sind solche Sachen immer würfelförmig? Nein, die Form ist egal. Die kann auch in etwa quaderförmig, zylinderförmig, kugelförmig oder einfach irgendwas sein. Wie diese Lacke hier. Wenn du 1 Liter Milch ausschüttest, dann ist es immer noch 1 Liter, nur halt am Boden verteilt. Ja, das wäre schade, aber immer noch 1 Liter? Eine 1 Liter Milchpackung nimmt auch etwa den Raum von einem Kubikdezimeter ein, weil 1 Liter ist ja genau 1 Kubikdezimeter. Ach so, ist 1 Liter nicht 1 Kilogramm? Nein, nein, das darf man nicht verwechseln. Liter ist ein Hohlmaß. 1 Liter nimmt auch einen bestimmten Raum ein, nämlich einen Raum von 1 Kubikdezimeter. Das wäre ein Würfel mit der Kantenlänge 1 Dezimeter oder eben 10 cm. Marlene, weißt du was? Was denn, Simon? Hohlmaße sind krass. So, ihr Lieben, das war's mit unserem Intro zum Thema Raummaße und Hohlmaße. Weitere Informationen und erste Berechnungen findet ihr im nächsten Video zu dieser Reihe. Wir hoffen, ihr hattet etwas Spaß und habt dabei sogar etwas gelernt.